Mercedes E220 CDI Cabriolet Autotest Selmk Kenzi Selsank Kenzi. Blue Efficiency Cabriolet Elegance, DPF. Zweitüriges Cabriolet der oberen Mittelklasse, 125 kW/170 PS. Die ASI-Klasse Cabrio lehnt sich zwar optisch an die Limousine an, unter dem Blechkleid findet man aber die Plattform der C unbekanntes Zeichen Klasse. Speziell im Innenraum macht sich das aufgrund der fehlenden Breite bemerkbar. Hinten geht es ebenfalls sehr eng zu. Von der Technik her findet man im E220 CDI Cabrio viele Details der Limousine. So sind eine Reihe an Assistenzsystemen wie der Totwinkelassistent erhältlich. Leider fehlen beim Cabrio einige wichtige Systeme wie der Spurhalte- oder Nachtsichtassistent. Der Dieselmotor mit 170 PS passt gut zum Cabrio und erfreut durch gute Fahrleistungen und einem sehr niedrigen Verbrauch. Gegen Aufpreis ist auch eine Automatik lieferbar. Das neuartige Windschott AirCap kann auf Knopfdruck ausgefahren werden. Vorteil, es finden auch mit ausgefahrenem Windschott 4 Personen Platz. Zugluft kann dagegen nicht ganz so gut von den Insassen ferngehalten werden, wie mit einem konventionellen Windschott. Insgesamt ist das E220 CDI Cabrio ein gelungenes Fahrzeug, welches trotz des hohen Anschaffungspreises von über 47.000 Euro eine recht gute Wirtschaftlichkeit besitzt. Karosserie-Varianten, Limousine, Kombi, Coupe-Konkurrenten, Audi A5 Cabrio, BMW 3er Cabrio, Lexus ES Cabrio. Gute Bedienbarkeit, hoher Reisekomfort, guter Motor-Antrieb, sehr niedriger Verbrauch, sichere Fahreigenschaften, enger Innenraum, hinten sehr wenig Platz, kleiner Kofferraum. Karosserie-Kofferraum 1,7 an Verarbeitung und Finish der Karosserie gibt es nichts auszusetzen. Sie machen einen sehr guten Eindruck. Die Spaltmaße verlaufen gleichmäßig und schmal, Türen und Hauben sind ordentlich eingepasst. Auch im Innenraum setzt sich der Eindruck hoher Qualität fort. Die Materialien sind hochwertig und sauber verarbeitet. Feines Leder, Chromränder und braunes Wurzelholz, Aufpreis, sorgen für ein angenehmes und luxuriöses Ambiente. Die aus der E-Klasse Limousine bekannte indirekte Beleuchtung in Armaturenbrett und Türen ist leider beim Cabrio nicht lieferbar. Der Unterboden im vorderen Fahrzeugbereich ist völlig glattflächig, das reduziert Geräuschemissionen des Motors und verringert Luftverwirbelungen, die den Verbrauch erhöhen würden. Die Tankklappe ist in die zentrale Türverriegelung einbezogen, der Tankdeckel lässt sich leicht abschrauben. Umfangreiche Türdichtungen verhindern das schnelle Verschmutzen der Türausschnitte von außen, die Türschweller sind gut gegen versehentliches Verkratzen beispielsweise durch Schuhe geschützt. Effektiv sind 440 kg Zuladung möglich, genug auch für weitere Reisen mit 4 Erwachsenen und Gepäck. Das Cabrio zeigt sich auch bei groben Bodenwellen sehr verwindungssteif. Das klassische Stoffverdeck öffnet und schließt elektrisch in weniger als einer halben Minute, öffnen, ca. 24 Sekunden, schließen, ca. 28 Sekunden. Bis zu Geschwindigkeiten von 40 km pro Stunde kann das Verdeck betätigt werden, wodurch man nicht zwingend stehen bleiben muss, um das Verdeck zu öffnen oder schließen. Optional kann man das neuartige automatische Windschott AirCap ordern. Das System fährt auf Knopfdruck einen Spoiler am oberen Frontscheibenrahmen und die hinteren Kopfstützen aus. Dadurch wird zwar der Luftzug im Innenraum reduziert, ganz zugfrei, wie man es von einem klassischen Windschott gewohnt ist, kann man aber nicht fahren. Ein großer Vorteil ist aber, dass man mit diesem Windschott-System trotzdem mit 4 Personen fahren kann. Zudem raubt das Windschott bei Nichtgebrauch keinen Platz im Kofferraum, da es elektrisch eingefahren werden kann. Der Spoiler am Scheibenrahmen verschmutzt in ausgefahrenem Zustand sehr schnell mit Fliegen. Da der Spoiler auch bei geschlossenem Verdeck ausgefahren werden kann, dann nur bei betätigter Handbremse, kann er aber einigermaßen gut gereinigt werden. Als Mercedes Original-Zubehör ist auch ein klassisches Windschott lieferbar, ob dieses besser funktioniert, konnte allerdings nicht getestet werden. Bei einer Reifenpanne steht nur ein Reifenreparaturset zur Verfügung, gegen Aufpreis sind sowohl ein Notrad- als auch Runflat-Bereifung lieferbar,
Nicht im Testwagen. Front- und Heckschürze haben zwar keine unlackierten Kunststoffeinlagen, aber gerade hinten gibt es mehrere deutliche Sichtkanten, die ein partielles Lackieren ermöglichen und damit geringere Reparaturkosten nach sich ziehen. Die Fahrzeugflanken werden nur von dünnen Chromlisten geschützt, das reicht kaum, um Dellen bei unvorsichtig geöffneten Nachbartüren zu vermeiden. Mercedes E220 CDI Blue Efficiency Cabriolet Elegance, DPF, 2. Abschätzen. Bei offenem Verdeck ist die Übersichtlichkeit nach hinten deutlich besser. Bei der ADAC-Rundumsichtmessung schneidet das E-Klasse Cabrio zufriedenstellend ab. Die hinteren feststehenden Kopfstützen lassen sich nicht versenken, wodurch die Sicht nach hinten schlecht ausfällt. Die Sicht zur Seite ist dagegen sehr gut, da beim Cabrio keine breiten B-Säulen die Sicht beeinträchtigen. Die Außenspiegel geben ein recht gutes Blickfeld wieder. Gegenstände vor dem Auto können auch relativ nahe am Boden noch erkannt werden. Die Scheibenwischer zeigen eine gute Wischwirkung, auch bei hohen Geschwindigkeiten. Als empfehlenswerte Option gibt's Parksensoren, die optisch und akustisch beim Ein- und Ausparken unterstützen. Das Lichtpaket ist zwar sehr teuer, bietet aber eine optimale Ausleuchtung der Fahrbahn bei Dunkelheit. Es umfasst Bixenonlicht, adaptives Kurvenlicht und Abbiegelicht sowie eine variable Lichtverteilung je nach Fahrsituation, innerorts, Landstraße, Autobahn. Ebenfalls im Lichtpaket enthalten ist der adaptive Fair.